Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Karte Emo Thüringen 2.0, Version 2.0.0.0. Wir werden jetzt nachher beginnen mit der Aussaat auf Feld Nummer 38 und sobald wir den nötigen würde ich sagen. Bald das trocken genug ist, werden wir mit der Ernte anfangen oder weitermachen mit auf Feld Moro 41 mit Gerste. Aber wir bereiten mal die Aussaat vor. Hier ist ja genug, gehen wir auf 5 zurück. Wir müssen viele Saatgut, wie man glaube ich mal Saatgut holen. Das heißt, wir tanken uns einen LKW gleich und holen uns mal einmal Saatgut. Das scheint nämlich alles zu sein. Dann müssen wir Saatgut kaufen. Das war bei der Raiffeisenbank. Bank. Ja, bei der Raiffeisen, ne? Ihr wisst, was ich meine. So. Oh, fire. Das ist meine gute Bremse. So. Schauen wir mal, ob das für die Fahrer leer ist. Ne? Kann ja sein, die Anzeige nicht stimmt. Können wir sein. Hoffen wir mal. Dünger hat gereicht. So, sagt gut. Und weiterfahren noch, wenn nicht schlecht. Doch, wir haben noch Sack da. Keine Grund zur Panik, wir haben alles da. So. Oh, man kann es kaufen. Ja, wir haben noch Gerste, je zwei Felder, also die 41 und die 12 und wir haben noch einmal Soja bei der 42, glaube ich. So. Also der zweite näher, die gleichen Position bringen. Das machen wir anders. Und steht dann irgendwo im Weg, der andere. Keine Ahnung, was trocken wird. Irgendwann wird es trocken werden. Es hat am besten so Ansicht gegen Zähne oder so. Zähne irgendwo, je nachdem, wie die Witterung ist. Ob der Wind geht. Die Luft trocken und warm ist, aber die ist aktuell relativ kühl. Das Dünger wird reichen. Dünger wird, das ist kein Problem, da ist er fast voll. Ja, ne? Und so machen wir uns jetzt schon mal. Wenn die Frauen kommen, ist mein Urlaub schon zu Ende. Dann ist Wochenende. Aber so ist das halt, ne? Auch die schönsten Tage müssen mal zu Ende gehen. Damit sie wiederkommen. Ja, die nächsten freien Tage. Also heißt die freien Tage. Also die das nächste längere Wochenende ist, glaube ich, für mich Ostern. Das ist irgendwann April. Gut, was soll's, ne? Aber gut, das ist ja nicht so tragisch. Ich sag mal so, ich arbeite gern.
Weil ohne geht es normal nicht, das ist leider so. Sonst könnte ich mir das hier gar nicht leisten, also dazu sein, ja. Also das wäre dann finanziell überhaupt nicht machbar. Ich sage mal, das war hier ein teures Hobby. Nicht wegen YouTube, aber wegen allgemein wegen Spielen. Ne? Ich habe ja nicht nur gerade die ja, billige Technik. Die kostet schon was. Leistungsmäßig. So. Jetzt muss ich Zeit achten. Ich habe schon wieder den Countdown vergessen anzumachen. Ich kann trotzdem mal anmachen, dass wir wenigstens über 20 Minuten kommen. Ich meine, 2-3 Minuten länger machen, das ist okay. Das ist kein Problem. Nur wenn ich jetzt übertreibe, ist das ja so von der Bearbeitungszeit, verdoppelt sich ja gleich die Zeit. Ne? Also in dem Sinne. Ne? Auch mit Hochladen und so. Und ich möchte ja auch keine Abstriche machen bei der Qualität von der Bitrate und so. Eigentlich müsste ich diese Flüge mal ganz kurz waschen. Aber ich könnte ja mal ganz kurz einen Kärcher hier kaufen. Und dahin stellen, ne? Und vor Ort waschen, na gut, könnte man. Ich glaube, in der Halle wird der Regen nicht funktionieren. Die Seemaschine, bupp. Die Seemaschine. Was vergessen? Ja. Gut, hier ist Sack wird auch voll, machen wir gleich auf Gras. Sonst was vergesse ich nachher. Jo, jetzt geht langsam Richtung, ja. Herbst, ne? Aber im Winter stellen wir mal auf 3 Tage, dann kriegen wir die Jahreszeit ein bisschen schneller um die Runden, über die Runden und die Jahre gehen schneller voran als wie jetzt, ne? Mal gucken, wie weit die Silage ist, müsste ja auch schon gewissen Fortschritt gemacht haben. So, mal gucken mal. 85%. Das ist gut. Und hier ist es in Ordnung. Zur linken Seite. Und hier haben wir ein Problem. Auf der linken Seite. Das könnte ein Problem sein. Ich hoffe es nicht. Aber dann wissen wir, dass wir dieses Silo nicht nehmen dürfen. Dann muss ich es irgendwie absperren. Dass ich das weiß. Aber mal sehen. Das werden wir vielleicht in der nächsten Aufnahmesession erleben. Also in einer Woche darauf. Ich hoffe ja nicht, dass wir das nicht verschenken. Ne? Das ist ja wahres Geld. Ne? Im Grunde ist mir das Geld hier eigentlich egal, aber letztendlich so, das ist halt wichtig fürs Weiterkommen. Ne? Weil ohne Moos geht es ja auch nicht weiter. Und wenn wir jetzt die ganze Arbeit gemacht haben dafür, ist ein bisschen extrem viel gewesen. Ne? So. Wir stellen ein. Erstmal auf Düngen und Säen. Dann müssen wir schauen. Also Kurs
Generierung, 4 Fahrzeuge. 4. Vorgewende machen wir 1. Wir machen, beginnen auf Vorgewendebahn, das ist okay, bei Ausfahrt ist egal. Und automatisch Uhrzeigersinn habe ich eingestellt meistens. Meistens lasse ich Originalstellung. Jetzt generieren wir was. Oh, fällt mir auch noch wählen, ne? Klar. Mal ganz kurz warten, wie das berechnet. Das sieht im Grunde gut aus, sagen wir so. Ne? Keine Ecken, keine Kanten. Und jetzt muss er stehen, natürlich links. Er steht ja links, ne? Also ganz links, zwei links. So, jetzt gehen wir den nächsten rein. So, dann hier auch der gleiche Spaß. Hier werden wir kopieren aus dem ersten. Dann stellen wir ein hier zwei links, also eins links. Deaktiviert, das ist auch wichtig. Aktiviert. Ersten Wegpunkt. Der muss das gleiche stehen. Ersten Wegpunkt und deaktiviert. Deaktiviert. Und hier ist es dann auch ersten Wegpunkt. Die ersten beiden Fahrzeuge sind fertig. Jetzt können wir zum nächsten dritten gehen. Zweiten. Das darf dann laufen. So. Hier kopieren wir auch. Dann gehen wir gleich hier auf Düngemodus. Ersten Wegpunkt. Eins rechts hat passt. Deaktiviert. Feldmodus. Düngefunktion aktiviert. Ja, das ist auch wichtig, weil wir haben auch eigenes Feld. Ist ganz gut. Da muss ich nach vorne nochmal schauen, ob das auch stimmt. Denn wir wollen ja noch einmal düngen, ne? Wäre ja blöd, wenn wir jetzt nicht düngen würden. Aktiviert, ja. Bei Missionen kann man das entsprechend deaktivieren, denn da ist ja nur die Aussaat gefragt und nicht die hier ist jetzt aktiviert. Gut, da war deaktiviert. Wird nämlich extra Arbeit bedeuten, dass wir nochmal düngen müssen, ne? Jetzt haben wir den Düngerstreuer auch noch ganz schnell, aber wenn man den Arbeitsschritt sparen kann, muss man es tun, ne? So. Das schauen wir gleich zuerst nach. Aktiviert, aktiviert. Keiner, mal gucken. Zwei rechts hat passt, deaktiviert. Entschuldigung, Schluck auf wir. Okay, dann könnte man eigentlich schon starten. Aber wir fangen vorne an. So, geht los. Oder warten wir zur nächsten Folge. Gut, die ersten Fahrzeuge sind bereit. Das machen wir in der Folge beginnen. Jetzt kurz mal gucken bei den Tieren, ob das alles passt. Ja, die Aussaat, Gras, kann man eigentlich immer machen. Also gut, im Winter macht es keinen Sinn, wenn es gefroren ist. Von vornherein, ansonsten, wenn es frostfrei ist, kann es auch krass aussehen. Das wächst ein bisschen langsamer als normal, aber es keimt eigentlich immer. Gut, bei sehr kalten Temperaturen halt nicht, aber das ist ja nicht so tragisch. So, Kühe. Sauberkeit passt, Wasser auch, Nahrung, ja gut. Müssen wir nächstes Mal schauen. Hier ist Sauberkeit bedürftig und dann werden wir im Frühjahr verkaufen. Und die ersten sind schon entsprechend gut beleibt, kann man sagen. Ne?
Noch Schafe haben wir keine, Milch haben wir noch keine haben. 0,7. Sind viele nicht trächtig, das ist äußerst schade. 0,6. Aber das dauert halt noch ein bisschen. So, gut. Was ich meinte mit 3 Tagen ist hier aktuell 6 Tage. Dann gehe ich halt auf 3 Tage zurück und dann haben wir die Jahreszeiten entsprechend schneller. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Wir werden gleich beginnen mit der Aussaat, mit Starten der Fahrzeuge und dann können wir dann mal sehen, ob das nicht irgendwo ein Crash geht. Vielleicht haut wieder einer ab. Mal sehen. Dann sage ich immer Tschüss und Winke. Ciao, ciao. Ich danke fürs Reinschauen. Dann geht's zur nächsten Folge weiter. Tschüss.